Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Black 2, meine lieben Freunde, in der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Data K und ja, ich bin zu faul zum Trainieren. Besser gesagt, ich habe keine Zeit zum Trainieren. Deswegen gehen wir direkt zum Arena-Leiter, würde ich sagen. Also in die Arena. Ich denke auch, unser Team ist gut genug dafür. Ich meine, hey, das wird schon. Und leveln kann man ja auch nebenbei, also in der Arena. Ich hoffe einfach nur, dass es diesmal eine humane Arena ist, okay? Ich habe jetzt natürlich vergessen, wo die ist. Aber das ist natürlich scheißegal, denke ich. Was hier oder noch eins weiter? Ich glaube hier, guck mal, da oben ist das Zeichen. Ich denke mal, es war hier. Gut, ja, da ist es sogar. Und dann würde ich beinahe sagen, wir gucken mal da rein. Ja, ich würde jetzt direkt mit Gemini auch anfangen wollen. Oh Gott. Hallo. Hey, gib mir ein Tafelwasser, Bro. Guido, du bist gewiss ganz erschöpft davor, die überfüllten Straßen von Stratos City nach Team Plasma und den Arena-Leiter zu durchkämmen, wie? Daher möchte ich dir dies hier geben. Oh, vielen Dank für das Tafelwasser, was ich nicht erwartet hatte. Mhm. In dieser Arena steht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um Kosmos. Was? Dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um Kokons. Man begibt sich nämlich in das Innere eines Kokons und folgt den Fäden nach oben, bis man letztendlich zu Arti gelangt. Das ist ja eine ganz tolle Idee. Okay, da kann ich nicht durch. Ist ja toll. Dann gehen wir da rein. Wow. Aber cool. Hallo, Clones, Mensch. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ich hoffe doch. Haha, diese Arena übt einen ganz merkwürdigen Faszination auf mich aus. Auf dich auch? Jo. Hier ist schon cool. Hallo, Kasper Telonius. Hallo, Telonius. Was hast du denn? Parasek. Okay, ist Parasekt, aber kommen wir, denke ich, klar. Damit können wir dealen, yo. Sozusagen mithalten. Käfer. Wir machen mal eine Kraftreserve einfach mal. Guck mal, was wir da raushauen können. Ist effektiv, das klingt doch sehr gut. Blutsauger. Oh, ist auch effektiv. Das ist nicht so gut. Aber wir können das Viech jetzt locker wegknallen. Tschüss, Parasekos. Gib ihm, Gemini. Yeah. Aufs Maul. Seht ihr? Wir kommen ganz gut zurecht. So, was kommt als nächstes? Ein Glurak, Alter. Oh, ein Glurak. Da wird man natürlich unseren... Kneti. Wir hauen Kneti raus. Tails ist noch nicht so weit. Der muss noch ein bisschen Kampferfahrung sammeln in normalen Kämpfen, sag ich mal. Der gehört noch nicht in eine Arena. Okay, dann würde ich sagen, wir hatten noch ein Pokémon. Wir hauen mal fett eine Aquaknarre rein. Nimm dies, Glurak. Ja, seht ihr? Ich will nicht wissen, wie wenig Schaden Tails gemacht hätte. An dem diesen behinderten Glurak. Gib ihm noch eine Aquaknarre, Bro. Mhm. Und dann ist er doch schon fast matschig. Ja, eine Glut ist natürlich trotzdem normal effektiv, sag ich mal, wenn wir kein richtiger Wassertyp sind. Das ist natürlich ärgerlich. Aber, ciao, Glurak. Gib mir EP. Tails erreicht Level 20, yeah. Hat er gut gemacht. Das ist dein Charme, das steht bla 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 bla. Sagte Telonius, oder wie er hieß. Hast du mir noch was zu sagen? Sieh dir genau an, wohin die Seidenfäden von den Kokons abgehen. Denn dorthin geht es auch für dich, wenn du einen von ihnen betrittst. Oh, die Stimme. Die sollte ich nicht so oft verwenden. Ach, hier kommen wir nach unten, oder was? Wir probieren's. Hui! Das ist lustig. Ich mag das. Yippie! Hoffentlich gibt es hier noch einen Trainer, also einen normalen Trainer. Flupp. Okay. Hier ist bestimmt ein Trainer drin versteckt, hä? Ja.
Ja! Oh, noch so ein Typ. Wer kommt aus dem Kokon gesprungen? Ich! So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, Bro. Fuck. Okay, wie heißt du? Filippo, hallo Filippo. Was hast du denn? Ein Radikal. Das klingt interessant. Durchaus. Hallo Radikal. Wie geht's dir? Hattest du auch einen guten Tag? Ich auch, danke der Nachfrage. Wir werden erstmal deinen, sag ich mal, Angriff senken, weil du mir nämlich wahrscheinlich tierisch auf die Eier gehen wirst. Sehr schön. So, und dann hauen wir mal eine Kraftreserve raus. Tiefschlag. Ah, es ist halt alles nicht so optimal gerade. Bam. Das ging allerdings. Dann würde ich sagen, knall mal ihm mal einen Trank rein. Wir haben Sprudel. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Gönn den Tafelwassermann. Hast du dir verdient. So. Verfolgung zieht jetzt nicht so viel ab. Finde ich positiv. Gimli, ich hoffe, dass du den jetzt wegkrittest. Töte das, dieses Radikal für mich, Gimli, bitte. Fuck. Was ist dein Problem, Gimli? Ne? So, haben wir das nicht geübt? Oh nein, eine Grimasse. Was macht die denn? Fluchtwerk sinkt, wa? Initiative, oh mein Gott, sinkt stark. Oh shit. Ja, ist nicht gut. Stark reduzierte Initiative finde ich durchaus nicht so gut. Was kommt? Skalyk. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich werde mal auf Lina wechseln. Damit die auch mal wieder zum Kampf kommt hier. Die pennt ja nur im Ball hier. Was ist da los? Und? Das ist Flug-Pokémon, oder? Ich bin mir doch recht unsicher, deswegen machen wir mal Feuerzahn. Nom, 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 nom. Sieht ganz gut aus. Ja, das sieht durchaus gut aus, würde ich sagen. Seht ihr, wir brauchen das Training überhaupt nicht. Wir machen das einfach so. Flücker. Ah, der Schaden ist nicht sonderlich gut. Mach mal eine Rückkehr. Ah, liebe uns. Yeah. Tschüss, Skalyk. Komisches Kükentier. Ja. Okay. Der Text davon geht viel zu schnell weg. Was? Wer sich versteckt, verliert seinen Kampfgeist. Jawohl. Gehen wir hier rein. Hui. Oh, da ist noch ein Trainer. Hey, Trainer. Ich mag die Musik. Du glaubst, du kommst hier durch? Ha, von wegen. Ich versperre dir den Weg und damit hat es sich. Okay. Der Typ pennt ja fast beim Reden. Nein, Alter. Dabei will er nur edgy wirken, hab ich recht? Theseus, hm? Alter Kaspar, die Ponytox. Weiß nicht, Gift-Pokémon? Und ich dachte, Gemini ist hässlich. Obwohl ich es mittlerweile ganz süß finde. Ist ein gutes Pokémon. Wir machen Charme. Duplex-Sieb. Au. Au. Mann, dein Deponitox schlägt Mädchen. Geht ja wohl so nicht, oder? Wir machen nochmal Charme. Es macht wieder ein Duplex-Sieb. Frauen schlägt man nicht. Mann. Oh, fuck. Der macht ganz schön viel Damage damit auch. Sollte sich mit dieser Aktion hier geklärt haben, dass er nicht mehr so viel macht. Gut, dann machen wir mal eine Kraftreserve und gucken mal, was dabei rauskommt. Es wird jetzt... Ja, er macht auf jeden Fall weniger Schaden. Noch 3 pro Schlag oder so. Ja. 2 bis 3 pro Schlag. Alter, zum Glück habe ich das eingesetzt. Warum? Oh. Gönn dir ein Tafelwasser, Mann. Ich sollte das nicht so rausschmeißen. Ich glaube, das brauche ich eher für den Arena-Kampf. Also für den Leiter. Denke ich mir jetzt mal einfach. Kann der noch irgendwas anderes? 3. Okay, reicht ja auch. 3 sind völlig in Ordnung, denke ich. Was ist das denn? Säurespeier. Okay, was geht runter?
Spezialverteidigung. Ist okay, denke ich. Da hat er nur normale Angriffe bis jetzt gemacht. Ah, ist nicht gut. Okay, wir machen nochmal Charme. Oh shit. Ich wollte dich eh auswechseln, Bro. Das ist okay, Gemini, du hast deinen Teil getan. Ich würde sagen, wir schicken Kneti oder Lina rein. Ich würde sagen, Lina erstmal. Mit Gemini hat sie es diesen Kampf. Mit Vergiftung spaßt man nicht, yo. Würde ich beinahe behaupten. Ja, dein Angriff sinkt nochmal. Jetzt dürftest du eigentlich nur ein KP abziehen pro Schlag. Ja, danke. Oh nein, bitte nicht. Okay. Feuerzahn. Brenne. Lina, du. Alter. Hast du Feinde gemacht? Ja, ja, wer hat Feinde gemacht? Na, du. Gimme dies gelevelt. Sehr schön. Tails, Level 21. Hast du... Oh, Sternschauer. Ich weiß gar nicht. Ist Sternschauer gut? Ich glaube schon. Pack mal für den Heuler rein. Ich habe gehört, Heuler soll nicht die stärkste Attacke sein. Knackrack. Knackrack. Fuck. Knackrack. Ist Knackrack nicht ein Drache? Oh shit. Kneti. Wir brauchen dich. Leihe uns deine Stärke. Wesen aus dem All. Glaube ich zumindest. Wir haben es hier mit fortgeschrittener Cheaterei zu tun. Das soll doch stark sein. Yes! Yes! Boah, Kneti, du Monster! Seht ihr das? Also uns. Wir sind perfekt drauf vorbereitet auf diesen ganzen Mist hier. Gib ihm noch einen Pulverschnee, yo. He's going, ey. Mhm. So lobe ich mir das. Tschüss, Knackrack. Boah. Okay. Visor. Visor sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Dann pack mal wieder Lina aus. Die hat nämlich, wie wir wissen, eine Kampfattacke, soweit ich weiß. Die wir hier, glaube ich, ganz gut gebrauchen können. Oh, ist es nicht süß? Oh, ist das so niedlich. Ich will auch ein Visor haben. Ich mag Visor. Zertrümmerer. Ja. Bam, habe ich nicht gesagt. Geiler Shit. So, was? Dich doch. Bla 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 bla. Hat er nicht gesagt. Okay. Ich würde gerne nochmal rausgehen. Ich muss meine Pokémon heilen. Echt jetzt, die Heilung gönne ich mir auf jeden Fall. Nochmal. Uhuhuhu. So, hier kam ich wieder runter, genau. Hui. Das ist echt cool. Hat schon was. Okay. Gehen wir uns heilen. Bis jetzt läuft es ja relativ gut, würde ich sagen. Mit der ganzen Sache hier. Freue ich mich. Hoffentlich wird Arena leider auch so gut laufen. Bis jetzt, na gut, wir haben Knackrack als Gegner gehabt. Da hatte ich schon echt Angst vor, aber Kneti hat es ganz gut rausgerissen, würde ich sagen. Jawohl, bitte doch. Brrr. Nee, nicht Professor, sondern Schwester Joy. Mhm. Gönnen wir uns. Halt, wir haben Geld verdient. Hallo, ich möchte gern Tränke kaufen, Mann. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, zwei Stücke. Scheiß drauf. Wir nehmen die. Wir nehmen uns die gerne mit. Ja, ich weiß. So. Und dann gehen wir wieder zurück zur Arena. Sorry, auch diese Wege müssen gemacht werden, meine lieben Freunde. Aber ich denke, ihr versteht das schon. Ja, ja, ja. Oh, ich weiß schon gar nicht, eigentlich, ich kenne die Edition nicht mal, sag ich mal. Ich weiß nicht, wo es nach der Arena überhaupt hingeht. Ich bin gespannt. Ich
Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg dann direkt. Ja. Nicht, dass ich lange suchen muss oder so. Uhu. Okay, hier muss ich jetzt da runter. Dann kam ich... Wohin? Ach, dahin, genau. Ja, er hat den Weg versperrt. Ja, wo soll ich denn lang? Soll ich hier rein? Geht das? Ja, es geht. Ich raste aus. Cool. Und dann haben wir den nächsten Kampf. Bald stehst du Artige gegenüber. Aber erst musst du noch an mir vorbei. Er ist ein komischer Typ. Hallo, Tiberius. Hat man den nicht schon? Tiberius? Tintantel. Was ist das denn? Oh Gott, was bist du denn? Oh Gott. Das ist jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, was das ist. Mach erst mal Charme. Fluch. Initiative sinkt. Angriff steigt. Und Verteidigung steigt. Wir machen mal eine Kraftreserve. Oh. Oh. Metall? Bist du Stahl? Sind sie von Typ Stahl? Oder was? Ich kenne das Viech nicht. Ist Metallklaue überhaupt ein normaler Angriff? Ich denke schon. Okay, go Lina. Du wirst es machen. Denke ich. Also wenn das Vieh wirklich von Typ Stahl ist, wie es vermuten lässt, könnte ich mit Lina da einen guten Tausch gemacht haben, würde ich sagen. Nadelrakete, was auch immer das ist. Gib ihm einen geilen Feuerzahn. Ja, es scheint von Typ Stahl zu sein. Eisenstachel verletzt mich noch, ne? Das du Arschlochvieh, ey. Echt mal. Und jetzt Level 22. Wow, immer noch nicht stark. Impoleon. Oh, ich glaube, das ist ein Wasser-Pokémon, oder? Ist das ein Wasser-Pokémon? Ich glaube schon. Ist da Eis nicht gut? Nee, war Eis ist nicht gut. Knete keine Kopfnuss. Setzen wir die mal ein. Hallo, Kneti. Impoleon. Na, ich wusste es. Das ist irgendein Starter aus irgendeiner anderen Edition, soweit ich das weiß. Bam. Shit. Oh, shit. Das verstärkt den Angriff. Wir haben ein Problem. Das ist nicht gut. Das, frier es ein, Kneti. Gib alles. Sei eingefroren. Bullshit. Fuck, was soll ich jetzt machen? Wie oft will es noch seinen Angriff erhöhen? Kopfnuss. Yes. Geiler Volltreffer. Es erhöht seinen Angriff und macht einen Blubstrahl? Bist du bekloppt? Okay, wir haben es hier mit einem dummen Impoleon zu tun. Oh, shit. Ich würde gerne wechseln. Kann Gemini das austanken? Ich weiß es nicht. Riskieren wir es? Tails. Erstmal Gemini. Komm, Gemini, du machst das. Auch du kannst schwache normale Attacken. Oh, shit. Ja, jetzt sieht es hier genauso aus. Das ist jetzt auch nicht so geil eigentlich. Gönn dir das Tafelwasser, Bro. Oh, shit. Jetzt kriegt man ja doch leichte Probleme. Oh, fucking Impoleon, was ist los mit dir? Lichtschild. Metallklaue. Fuck. Okay, das Vieh ist stärker, als ich denken sollte. Also... ich weiß nicht, ob Tails einen Angriff davon ausdenken kann. Wir müssen es versuchen. Selbst wenn... Ach, shit. Tails müsste mehr als einen Angriff ausdenken können. Blubstrahl, das ist okay. Ich glaube, da kriege ich nicht so viel Schaden. Sehr gut. Okay. Okay. Supertrank. Komm schon.
auf Kneti. Ich weiß es nicht, Leute. 80. 73. Na, oh, shit! Tails könnte es vielleicht auch schaffen. Ich will das Risiko nicht eingehen. Kneti. Shit. Oh, shit. Okay, Kneti. Du wirst es regeln. Kopfnuss, ihn weg. Scheiß Empoleon. Alter, gehst du mir auf den Sack, Empoleon. Oh, Mann. Oh. Okay, 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 okay. Das sieht noch ganz gut aus. Gib ihm richtig. Schreck zurück. Ah. Okay, Leute, alles oder nichts. Bullshit, gib ihm Kneti. Ah, shit. Da bin ich doch leicht ins Schwitzen gekommen, meine lieben Freunde. Oh, fuck. Holy crap. Okay, dann würde ich sagen, Leute, das war's für den heutigen Part. Der war anstrengend genug für mich. Ja. Ich werde dann zwischen den nächsten... Also zwischen der Folge, sag ich mal, zwischen den Folgen... Ach, Leute, ich kann nicht mehr reden. Zwischen den Folgen... nochmal ins Pokémon Center gehen. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge genau hier wieder. Mit frisch geheilten Pokémon. Ja. Würde ich sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, abonniert mich. Und ja, ihr könnt natürlich auch gerne beides machen. Das ist auch okay. Und ich freue mich natürlich auch über jede Form von Kommentaren. Yeah. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Black 2. In der Last of Randomizer Challenge wieder. Ich bin euer Delta K. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.